Man muss rechte Sitzfläche mit Lampe kriegen. Jetzt blinkt die. Und das letzte Lauf nichts machen. Lass die Finger weg, ne? Ja. Hauptsache, du bringst das Ding wieder heil nach Hause. Also das Licht ist wirklich ruhig. Heute Abend steht dann drin der Achim an Henseleit, oder? Heute Abend steht da drin Henseleit Tief. 139 Euro. Also ich sag mal so, mit Gas ist das auch geil, Theo, ne? Ich wollte gerade sagen, was fliegt der Achim denn jetzt für Manöver? Ich kann das ja nicht sehen. Boah, Achim, ey. Wann hast du das gemacht? Das war ich. Wie hieß der Simulator nochmal? Kriegssimulator, ich kann dir das abnehmen, wenn du möchtest. Ey, ist kaputt gemacht, liegt am Kopf. Fahrwerk ist nach oben. Ja, auf jeden Fall, also, der hat da drauf, ey. Das ist natürlich mit verschränkten Armen, ey. Oh, das ist das Blatt. Gar nicht. Was ist das, das Biest? Es gibt jetzt ein neues Lager, das ist jetzt 190. Ja, weiß ich doch. Das ist das Biest. Ich hab doch schon die Anleitung zu Hause. Das ist nicht mal erste Heli heute. Aber ich hab da Stress mit den ersten Heli Leuten. Ich kann nicht sein. Dass das so billig ist, oder? Kreiselausfall. Ja, wo muss doch der Unterschied herkommen, oder? Keine Ahnung. Aber Größe ist es. Größe ist anders als klein. Man kriegt ja Lama und von hinten. Läuft. Danke. Banane. War das jetzt nur mit Nix oder war das auch mit Bit? Man muss aber nicht mit Pitch Looping fliegen, ne? Geht alles. Und Theo ist halt alles egal. Der Theo, der kann sogar die Hände in die Tasche stecken und dann fliegen. Hat er mir alles schon gezeigt mit dem Ding. Ich dachte, Theo, tut mir einen Gefallen, nimm die Hände aus der Tasche. Ich guck ja dann mal und mach dann den, ja. Aber deiner war, ne? Ich konnte nicht gut hingucken, auf die Taschen, meine ich jetzt. Und der Alfio, guck mal, der steckt die Hände in die Tasche, macht sich eine Zigarette. Also guck mal, wie der in der Luft steht. Macht sich eine Kippe an und so. Das Ding steht ganz alleine in der Luft, ne? Also, aber hier heckt das. Okay, na, müssen wir nochmal nennen. Das ist aber auch Wind von vorne. Ja, dann nicht. Okay. So, Wind von der Seite. Das geht ja einigermaßen. Ich denke, richtig ein bisschen Unterwind ab durch den Berg hier. Scheiße hier.
Assekimme. Das wüsste ich aber. Danach kann ich aber die Hände in der Tasche lassen. Jetzt haben wir noch keine Nerven mehr. Na, will ich auch nicht. Also das ist doch. Der Nervenkitzel erreicht mir auch so. Dann möchtest du auch schon fliegen, oder nicht? Mir ist das egal. Ich lasse das ganz ruhig angehen. Ich habe 2 Jahre Heckschweben gehabt. Bei mir ist das alles egal. Ich bin ja heute mit dem 600er abgestürzt sehen. Ne? Die Dinger. Ja. 600, das sind schon ruhig, ne? Aber das hier, das ist noch ruhiger. Ne? Da muss man richtig knüppeln, damit überhaupt was passiert. Ne? Aber ich meine, der 700er vom Stefan, der hört sich irgendwie komisch an. Ah, der ist überm Züchten.